Hallo alle miteinander. Mein Name ist Marcel und wir haben uns ja vor ein paar Monaten auf meinem Kanal angeschaut, wie viel Geld man ungefähr für ein gescheites Grafiktablet ausgeben sollte. Ihr wisst jetzt also wahrscheinlich, welches Tablet für euch ist. Nun ist aber die Frage, mit welcher Software, also mit welchem Programm, zeichnet ihr auf diesem Tablet am besten? Und falls ihr euch immer noch nicht sicher seid, welches Tablet ihr euch kaufen solltet, schaut das Video gerne nochmal an, denn hier oben rechts auf dem i habe ich es euch verlinkt. Da ist nochmal ein Vergleich mit drei Preisklassen von Tablets und welches man sich dann am besten kaufen sollte. Wir schauen uns jetzt aber mal die vier bekanntesten Programme an. Wie bei den Tablets auch, zeige ich euch persönlich, was mir gefällt und was mir nicht so gefällt. Und nein, ich habe keinen Deal mit den Herstellern, also keine Produktplatzierung oder ähnliches in diesem Video. Eine kleine Vorwarnung hätte ich allerdings noch, Programme wie Procreate und Fresco besprechen wir heute nicht, denn dafür brauchen wir ein iPad. Und ich habe kein iPad. Oder andere Apple-Produkte. Na gut, jetzt aber genug der Vorrede, fangen wir endlich an mit meinem persönlichen Favoriten aus den vier Programmen. Adobe Photoshop ist mein Go-To-Programm, mit dem ich nicht nur zeichne, sondern so gut wie alles mache, was irgendwie mit Grafik und Design zu tun hat. Banner für meine Homepage, Shopbilder, Thumbnails und natürlich auch Zeichnen oder das Bearbeiten von meinen eingescannten Manga-Seiten. Vielleicht habt ihr ja schon mal von ein paar Leuten gehört, dass Photoshop gut für Bildbearbeitung ist, aber doch nicht fürs Zeichnen. Und ich kenne da so einige Künstler, die praktisch das perfekte Gegenbeispiel dazu sind. Photoshop ist eines der beliebtesten Programme zum digitalen Zeichnen, meiner Meinung nach zu Recht. Und da kommen wir auch schon direkt zum ersten Pluspunkt. Photoshop ist so bekannt, dass extrem viel dafür entwickelt wird. Wenn ihr irgendwo im Internet also herunterladbare Pinsel, also sogenannte Brushes, seht, dann sind die zu 99,9% mit Photoshop kompatibel. Es gibt Add-ons, Plugins und Filter für Photoshop bis zum Abwinken. Und wenn ihr Probleme habt oder Tutorials sucht, gibt es so ziemlich für jedes Anliegen ein Photoshop-Tutorial auf YouTube oder anderen Plattformen. Zugegeben, Tutorials gibt es für andere Programme auch, aber ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass du zu jedem Thema ein Photoshop-Tutorial entweder zum Zeichnen oder für technische Probleme finden wirst. Aber wie ist es jetzt mit dem eigentlichen Zeichnen? Wie jedes andere Programm unterstützt Photoshop Druckstufen an deinem Stift, du kannst deine Pinsel bis ins Detail bearbeiten und Shortcuts sind natürlich auch vorhanden und anpassbar. Aber das alles ist jetzt nichts Einzigartiges. Ich finde, das alles braucht jedes vernünftige Zeichenprogramm. Was ist es denn, was Photoshop besonders macht? Einzigartig sind die ganzen Filter in Photoshop. Und nein, ich rede nicht von Instagram-Filtern, obwohl es sie natürlich auch gibt, aber es gibt so viele Effekte, die super für Zeichner sind und wahrscheinlich der ausschlaggebendste davon ist Liquify. Unter Zeichnern ist dieses Tool eine absolute Legende. Richtige Kenner unter euch werden wahrscheinlich gerade mit dem Kopf nicken. Kein Zeichenprogramm kommt in dieser Hinsicht auch nur ansatzweise an Photoshop ran. Aber auch in Sachen wie Farbkorrektur oder Gradationskorrektur ist Photoshop echt der Hammer. Gerade hier merkt man, dass Photoshop mehr kann, als einfach nur ein bisschen Kontrast oder Farbe zu verändern. Photoshop ist eben nicht nur zum Zeichnen, sondern auch tatsächlich für professionelle Bildbearbeitung. Und das kann bei digitalem Zeichnen eine extrem große Hilfe sein. Übrigens, ihr fragt mich immer, warum ich nach all den Jahren immer noch bei Photoshop bleibe, und die Antwort ist der Workflow. Das spricht definitiv nicht jeden an, aber gerade wenn ich zum Beispiel was in Photoshop animiere, übernehmen andere Programme wie Premiere oder After Effects direkt das Projekt. Änderst du was an der Zeichnung oder zum Beispiel Animation, werden die Änderungen in andere Programme mit übernommen. Ich ändere zum Beispiel was an der Manga-Seite und die Änderungen sind schon direkt im Layout-Programm. Das macht das Programm von ganz alleine und das hat mir schon unendlich viel Zeit gespart. Es ist immens hilfreich, wenn ihr zum Beispiel animiert, Zeichnungen in Videos benutzt, Bücher druckt und vieles, vieles mehr, aber das geht natürlich auch alles nur, wenn ihr die restlichen Adobe-Produkte nutzt. Also lassen wir diesen Pluspunkt vielleicht mal in Klammern. Aber hey, ihr habt mich gefragt, warum ich bei Photoshop bleibe und das ist für mich ein sehr ausschlaggebender Grund. Den letzten Punkt nenne ich einfach mal Präsentation und Professionalität. Wenn du keine Aufträge oder ähnliches machst, ist das bei Photoshop zwar etwas Overkill, aber wenn du Sachen für einen Klienten oder Business machst, ist Photoshop da ein echter Segen. Wenn du eine Photoshop-Datei öffnest, hast du so gut wie alles, was du brauchst, auf einen Blick. Außerdem gibt es für ausnahmslos jede Richtung, für die du Photoshop brauchen könntest, Presets.
für Fotobearbeitung, Druck, Grafikillustration, Webdesign, Film- und Videoanimation, für alles Mögliche. Es sind aber auch die ganzen Kleinigkeiten. Sagen wir mal, du hast einen Auftrag und musst auf den 3 mm Anschnitt auf jeder Seite achten, dann kannst du einfach die Hilfslinien ziehen. Der PDF-Export ist auch extrem sinnvoll, immerhin hast du ja auch oft Aufträge, die du danach drucken musst. Und hier hast du die meisten relevanten Einstellungen plus sogar noch den Standard, also den PDF-X-Standard, nach dem du dich richten kannst. Und bei manchen Druckereien sogar richten musst. Dieser Punkt kann den Einsteigern unter euch zwar komplett egal sein, aber ich kann diesen Punkt nur als ein riesiges Plus sehen. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Zu Photoshop gibt es Tutorials, Add-ons, Plugins und Brushes bis zum Abkotzen. Weitaus mehr Filtereffekte und Spielereien als so ziemlich jeder Konkurrent hat, ist für professionelle Arbeiten in den meisten Sparten einfach top. Und wenn du die anderen Adobe-Programme zusammen mit Photoshop nutzt, hast du einen fantastischen Workflow. Wie gesagt, letzteres ist eher ein persönlicher Grund. Ein ganz fettes Minus gibt es für den Preis. Adobe-Programme gibt es nämlich nur im Abo-Modell. Das ist die größte Problematik. Du blechst also monatlich Geld. Zumindest ich finde mal, dass das auch nur im Ansatz vertretbar ist, wenn du mit Photoshop auch Geld verdienst. Für ein Hobby ist das ein sehr, sehr teurer Spaß. Ich bekomme das selbst etwas günstiger, weil ich Freunde habe, von denen ich einen Studentenrabatt mitnutzen kann, aber selbst dann ist das aus meiner Sicht auch nur vertretbar, wenn du das Geld auch in irgendeiner Art und Weise wieder reinholen kannst. Außerdem habe ich von ein paar Leuten gehört, dass Photoshop auf alten Rechnern nicht so flüssig läuft, aber das sollte auf modernen Rechnern eigentlich kein Problem sein. Immerhin sollst du Photoshop ja auf deinem Computer installieren, nicht auf deinem Taschenrechner. Also, Fazit, Photoshop ist meiner Meinung nach absolut top, aber für Einsteiger oder Hobbyzeichner für den Anfang vielleicht etwas Overkill. Nicht zuletzt wegen dem Preis. Oder ihr ignoriert den Preis und ladet euch das Programm einfach illegal herunter. Clip Studio Paint habe ich bereits mal in einem anderen Video ausprobiert und seitdem gelegentlich immer mal wieder zwischendurch genutzt. Und ich muss sagen, geiles Programm! Wie vorhin gesagt, ich setze einfach voraus, dass Stiftedruck, individuelle Pinsel etc. dabei sind, denn wir wollen uns heute ja nicht anschauen, in welchen Punkten die Programme gleich sind, sondern eher, worin sie sich unterscheiden. Vorneweg schon mal, wenn ihr Comiczeichner seid, dann verpasst ihr hier was. Das Programm hat Tools wie eingebaute Lineale für Speedlines oder Perspektiven. Oder gerade für einen Manga kannst du Graustufen in Rasterfolie umwandeln und es gibt sogar 3D-Modelle zum Abzeichnen oder Abpausen. Von letzterem bin ich jetzt kein großer Fan, weil ich finde, man sieht dem Endresultat in der Regel an, dass es von einer Puppe abgezeichnet oder abgepaust ist, aber vielleicht ist das ja was für euch. Ich zeichne sowas lieber selbst, aber für Anfänger ist das Tool bestimmt sehr nützlich. Comiczeichner werden das Programm also absolut lieben, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. So wie Photoshop für seine Filter und Effekte bekannt ist, ist Clip Studio für seine Brushes bekannt. Wenn du Brushes für Photoshop herunterladen möchtest, gehst du dazu einfach ins Internet oder in irgendwelche Shops und lädst sie dir dort herunter. Bei Clip Studio hingegen ist dieser Shop direkt im Programm integriert. Dort findest du kostenlose Sachen und kostenpflichtige Sachen. Auf den Shop gehe ich gleich nochmal ein, aber bleiben wir kurz mal bei den Brushes. Die kannst du erneut, wie bei Photoshop, anpassen und verändern, aber ich glaube, die Einstellungen sind hier etwas simpler gehalten und verständlicher als zum Beispiel bei Adobe. Des Weiteren ist es auch sehr überraschend, wie realitätsnah diese Brushes tatsächlich funktionieren. Zum Beispiel gibt es manche Wasserfarben-Brushes, die sich tatsächlich mit anderen Farben vermischen, wenn man reinmalt, eben wie mit einer echten Wasserfarbe. Anfangs vielleicht ein bisschen ungewohnt und auch nicht für jeden, aber definitiv etwas, was so nicht jedes Programm kann. Im direkten Vergleich seht ihr, dass Photoshop massenweise mehr Einstellungen für Brushes hat, allerdings kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass ihr diese wahrscheinlich weniger brauchen werdet. Die wichtigsten sind in Clip Studio Paint mit dabei. Jetzt aber nochmal zurück zum Shop oder zu den Add-ons generell. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es zum Beispiel für Photoshop Plugins gäbe, die man dazu installieren kann, wenn man sie sich aus dem Internet herunterlädt. Und bei Clip Studio sind das keine Plugins, das ist eher sowas wie kleine Add-ons. Hier, ich zeige euch, was ich meine. Beispielsweise kann man sich bei Clip Studio Paint nicht nur neue Pinsel, sondern auch neue 3D-Modelle runterladen. Sowas eben. Ich habe mich da mal durchgekämpft und ich habe wirklich so einige brauchbare Dinge gefunden.
Allerdings erst, nachdem ich entziffert habe, was ich mir hier eigentlich gerade runterlade. Manche Sachen haben sogar überhaupt gar keine Beschreibung. Wisst ihr, die Beschreibungen zu diesen Add-ons sind meistens auf Japanisch oder gebrochenem Englisch. Die Chance, dass du hier mal ein deutsches Add-on finden wirst, falls du nicht sehr gut Englisch sprichst, sind ungefähr so hoch wie die Chance, dass Jesus Wasser in Capri-Sonne verwandelt. Also nicht sehr hoch. Aber nicht unmöglich. Den letzten Pluspunkt möchte ich nochmal ganz speziell dem Stift widmen. Nicht den Brushes, sondern einfach der Linienführung. Du hast Sachen wie Anti-Aliasing und Glättung, die sind mega cool, aber was mir richtig gut gefällt ist, dass gezeichnete Linien in Clip Studio sehr natürlich aussehen. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich kann echt nur davon schwärmen. Also wie gesagt, finde ich Clip Studio Paint sehr interessant für alle Comiczeichner unter euch, warum wisst ihr ja jetzt. Die Brushes sind praktisch das Markenzeichen von Clip Studio, das muss also auch unbedingt auf die Liste. Der interne Shop mit den ganzen kostenlosen Add-ons, finde ich auch, ist ein Riesenplus. Und die Linienführung gibt dem Ganzen einen sehr traditionellen Charme, wenn man das denn haben möchte. Was mich so ein bisschen stört, ist der Mangel an Filtern. Vielleicht bin ich einfach nur zu sehr Photoshop verwöhnt, aber Clip Studio Paint hat wirklich nur das absolute Minimum. Außerdem habe ich von Freunden auch schon gehört, dass das Programm manchmal hängen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das an den Pinseln liegt, manche Brushes sind halt schlichtweg zu hoch auflösen und ruckeln, wenn man sie zu groß einstellt. Aber ja, ich kann es bestätigen, gelegentlich ruckeln auch ein paar Brushes bei mir, ich habe die Erfahrung also auch schon gemacht. Das ist nervig, kann man aber nichts gegen machen, kommt aber auch glücklicherweise nur sehr selten vor. Übrigens, zum Preis noch eine Sache, die ihr unbedingt wissen müsst, es gibt eine günstige Version von dem Programm für knapp 50€ und eine für knapp 200€. Einige Funktionen gibt es nur in der teureren Version, das gibt's dort alles nochmal zum Nachlesen auf der Website. Wieso habe ich auf einmal so Bock auf Capri-Sonne? Frita ist das erste kostenlose Programm auf dieser Liste. Das ist definitiv nicht selbstverständlich, denn wir leben im 21. Jahrhundert und alles kostet heutzutage Geld. Fun Fact übrigens, in meinem Clip Studio Paint Video habe ich eine Umfrage gemacht und ihr habt abgestimmt, dass die meisten von euch Krita nutzen. Manche meinten auch, sie nutzen Programme wie Fire Alpaca oder GIMP. GIMP? GIMP? Heißt es das, was ich denke, was es heißt? Okay, Krita. Krita. Wir bleiben bei Krita. Bei einem kostenlosen Programm ist es natürlich so, welcher Mensch ist auf die Idee gekommen, sein Programm GIMP zu nennen? Ja, okay, mach weiter mit dem Video. Jedenfalls erfüllt dieses Programm ebenfalls alle Anforderungen. Du kannst mit verschiedenen Druckstärken arbeiten, verschiedenste Basic-Funktionen sind dabei und es kann mehr als Microsoft Paint. Wie gesagt, das Programm ist kostenlos. Ihr dürft jetzt also nicht erwarten, dass Krita in etwas ganz besonders gut ist. Es funktioniert wie eine Mini-Version von Clip Studio oder Photoshop, eben ohne die ganzen coolen Extra-Features. Müsste ich jetzt aber einen Pluspunkt nennen, wäre das definitiv die Anfängerfreundlichkeit. Wer hätte gedacht, das kostenlose Programm ist gut für Einsteiger? Tatsächlich finde ich die Übersichtlichkeit sogar besser als bei anderen Programmen. Besonders die Tatsache, dass du dir teils deine eigenen Icons machen kannst, damit du die Brushes besser sortieren kannst, finde ich super. Das finde ich eine echt coole Idee und da können sich die anderen Programme zum Beispiel was von abschauen. Übrigens, du kannst in dem Programm tatsächlich animieren. Bei Photoshop und Clip Studio ist das Standard, deswegen sehe ich das dort jetzt nicht als mega Pluspunkt, aber bei einem kostenlosen Programm hat mich das echt überrascht. Ja, und das war's auch schon. Ich könnte es jetzt unnötig in die Länge strecken, aber das Programm kann, was es soll. Viel mehr Besonderes fällt mir dazu aber auch nicht wirklich ein. Also, als kurzes Fazit, es gibt keinen Grund, sich dieses Programm nicht herunterzuladen. Ganz besonders, wenn man im digitalen Bereich neu ist. Das Programm ist übersichtlich für Anfänger und dass du damit animieren kannst, ist ein nettes Plus. Ich meine, unter meinen Animationsvideos gelesen zu haben, dass einige von euch gerne damit anfangen wollen. Hier ist eure Chance, mal zu schauen, ob Animieren was für euch ist. Wenn ich einen negativen Punkt nennen möchte, würde ich sagen, dass das Programm etwas steif wirkt. Die Linienführung sieht nicht so schön natürlich aus, zumindest würde ich das mal erfahrungsgemäß so sagen. Mit den anderen Programmen gelingt das sicherlich etwas besser. Das ist allerdings auch nur Meckern auf hohem Niveau. Bei einem kostenlosen Programm habe ich ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber dieses Programm hat so einiges an Umfang. So viel wie drin ist, hätte ich auf gar keinen Fall erwartet.
Paint Tool Sai habe ich tatsächlich nur mit reingenommen, weil es ein sehr populäres Programm ist. Vorneweg, ich finde ganz ehrlich, dass es keinen objektiv guten Grund gibt, dieses Programm den anderen vorzuziehen. Das ist nicht böse gemeint, wenn du das Programm nutzt, dann darfst du das ja auch sehr gerne, aber kann mir irgendwer einen Grund dafür nennen? Paint Tool Sai kann natürlich auch die Basics, so wie Clip Studio, Photoshop und Krita auch, aber das war's dann auch. Du kannst damit nicht animieren, es hat nicht die unendliche Brush-Auswahl von Clip Studio oder Photoshop und ich habe mal spaßeshalber nachgeschaut. Photoshop zum Beispiel ist über einen Gigabyte groß und Paint Tool Sai ist kleiner als mein Selbstvertrauen. Und ja, das hat einen Grund. Also nicht das mit dem Selbstvertrauen, sondern das mit der Dateigröße. Das Programm hat echt nur die Basics, die du zum Zeichnen brauchst und diese Basics sind auch nur ziemlich durchschnittlich vorhanden. Anders als Krita kostet dieses Programm aber auch Geld. Wie viel Geld? Es kostet ungefähr so viel wie die Basic-Version von Clip Studio. Und ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte. Wenn ihr die Wahl habt, solltet ihr meiner bescheidenen Meinung nach einfach Clip Studio für das Geld holen. Oder ihr spart euch das ganze Geld einfach in Cracked Photoshop. Mir ist jetzt nichts wirklich extrem Positives oder Negatives an dem Programm aufgefallen. Das Einzige, was ich vielleicht erwähnen könnte, ist, dass das Programm durch seine geringe Größe wahrscheinlich auch ganz gut auf Laptops oder schwächeren PCs funktioniert. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Am Ende könnt ihr ja gerne nochmal abstimmen, ob sich eure Meinung geändert hat. Vielleicht möchtet ihr nach diesem Video ja ein anderes Zeichenprogramm ausprobieren, aber ich glaube, ich kann mir das Ergebnis ja schon fast denken. Wenn ihr immer noch Bock habt, auf irgendwas zu klicken, ist der Abonnieren-Button vielleicht eine Idee. Oder wenn ihr ganz wagemutig seid, die Glocke? Zumindest mal, wenn ihr meine Videos ab sofort öfters im Abo-Feed sehen möchtet, ne? Da gibt's eine extra Option bei der Glocke, das wissen die wenigsten. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Aber das überlasse ich natürlich alles euch, ob ihr jetzt abonniert und ein Nackhammer werdet oder einfach nur ein Like da lasst. Ich bin für alles dankbar. Aber das ganz besondere Danke gilt natürlich wie immer meinen Patreon-Unterstützern, die dieses Video tatsächlich schon mehrere Tage im Vorhinein sehen durften. Mein Name ist Marcel und ich hol mir jetzt nach sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder eine Capri-Sonne. Das hatte ich schon jahrelang nicht mehr. Warum habe ich da auf einmal so Bock drauf?